Also ja, wenn wir zu Saphira zurück wollen, müssen wir durch die Wölfe durch. Ist die Frage, sind die Wölfe wirklich böse? Ja, sind sie. Okay, Wölfe. Und ja, ich sollte in der... im Dunkelforst wenigstens ein Stack Pfeile kaufen. Und ja, mit dem Geld, was ich habe und noch so kriege, kann ich auf jeden Fall die zwei Werkbänke noch kaufen. Auch wenn ich jetzt die Schmiede nicht unbedingt bräuchte. So. Ich versuche mein Bestes. Ja. Sehnen zu ihm, Wolfsfell und Wolfspfoten und Lederfetz zu mir. Lederbänder zu ihm. Das überschüssige Waffenbalsam kann auch zu ihm. Drei von denen zu ihm. Aber ja, hier haben wir alles, das heißt... sind wirklich beide Lager dann hier oben? Also das werden wir dann sehen. Hätte ja eigentlich erwartet, dass die Räuberlager weiter auseinander wären. So, die Wölfe da lassen wir mal in Ruhe. Weil ich will in erster Linie erstmal nur den Kessel abgeben. Oh, Saphira wartet jetzt hier unten schon auf uns. Wie nett. Mein Bestes. Rattenschwanz und Eulenflaum. Du hast ihn mir wahrlich zurückgebracht. Mein Dank ist dir sicher. Hier, nimm diesen Eulenschädel als Zeichen meines Vertrauens. Ich habe noch eine andere Aufgabe, die du für mich erledigen könntest. Wie bin kann ich dir nicht dafür, aber der ein oder andere Tankwirbel wird sich wirklich herausspringen. Bist du interessiert? Ja, kommt ganz drauf an. Ich möchte zuerst wissen, um was es geht. Dieser Kessel hier hatte eine meiner wertvollsten... Hier ist einer meiner wertvollsten Besitze und ich hatte ihn dem Koch geborgt, in dem Vertrauen, ihm bald zurückzuhalten. Aber dieser Tor hat mein Vertrauen missbraucht und zugelassen, dass der Kessel in die Hände der Prioten fiel. Es wird also Zeit, dem alten Grieskammer eine Lektion zu erteilen. Er drängt mich schon seit Wochen um ein äußerst seltenes Gewürz, das er für ein Festmahl benötigt, und das soll er auch bekommen. Das und noch etwas mehr, hihi. In diesem Beutel befindet sich das Gewürz und in eine winzige Menge geriebener Pilze, die eine Stunde nach Einnahme zu einer Sensation und Übelkeit führen. Das soll ihn lehren, nicht sorglos mit dem Eigentum einer Hexe umzugehen. Eine harte Strafe, aber nicht ganz ungerecht, wie ich finde. Also gut, ich werde deinen Auftrag annehmen. Ja, wir sind ein Zwerg. Wir handeln immer in erster Linie zu unserem Vorteil.
Ich wusste, ich würde auf dich zählen können. Nimm diesen Beutel mit den Gewürzen und bring ihn dem Koch. Aber sei auf der Hut, er ist ein misstrauischer, mürrischer Mann und würde dir vielleicht nicht gleich auf Anhieb trauen. Ich komme wieder, wenn dein Auftrag erfüllt ist. Also ja, ich könnte jetzt in den Süden gehen und das alles, aber ich will erst einmal hier weiter erkunden. Also fertig erkunden. Also mal gucken, ob ich die Wildschweine umgehen kann. Ja. Von hier aus muss ich nach dem Norden. Mal zwischendurch einen Quicksave machen und die Hexen des Dunkelwaldes. Saphira hat ihren geliebten Kessel wieder. Eine feine Gewürzmischung. Die Kräuterfrau Saphira ist im Dunkelfrost die erste Anlaufstelle, wenn es um seltene Gewürze geht. Bringe den Koch die Gewürzmischung. Saphira hat noch eine Rechnung mit dem Koch des Gutshofs offen. Er hat ihren magischen Kessel in die Hände der Pajoten fallen lassen. Jetzt hat sie ihn zwar wieder, aber der Hexe fehlt ihr da ein bisschen der Genugtuung. Immerhin ist sie eine Respektperson, das sollte keiner vergessen, der mit ihr Geschäfte treibt. Deswegen hat sie mir eine nette Gewürzmischung für den Koch gegeben, die seinen Speisen ein ganz eigenes Feuer verleihen dürfte. Sagen wir so, hat der Koch verdient, wenn seine Kunden ihn Kiel holen. Ja, hier sind die Wölfe, die ich leider töten musste. Gehen wir erstmal nördlich von diesem Berg entlang. Ich hoffe, die Wildschweine waren hier unten. Ja, hier sind Humberts Räuber. Also hier ist eines der Lager. Hey, was willst du hier? Ich will mit deinem Anführer sprechen, Meister. Es geht um ein Geschäft. Was seid ihr überhaupt für ein verlotterter Haufen? Geschäfte, die machen wir doch immer gerne. Komm halt ins Lager, bedien dich, sonst mache ich dir Ärger. Okay, Ulmholz. Ulmholz ist nett. Daraus könnten wir an der Werkbank Pfeile craften. Ja, die stehen da rum. Und da ist Räuberhauptmann Humbert. Ja, da sind sogar Pfeile und Bolzenspitzen drin. Falle entdeckt. An der Truhe. Okay. Schleifstein, rostiger Nagel, Nuss zu tief. Ein Schwert, ein Wort. Holzleim, es fehlen nur noch Federn. Es fehlen echt nur noch Federn. Oh, Stahl- und Lederbänder. Okay. Bei Bolzen. Ganz ehrlich, ich sollte es mir angewöhnen, die Sachen mit den richtigen Leuten aufzuheben.
Also ja, im Großen und Ganzen könnte ich es mit dem... Oh, Kiste hier ist versteckt. Mit den paar Räubern, die hier sind, könnte ich es locker aufnehmen. Das ist mal nett. Also das zu dir, das zu dir. Zaubertrank kann zu dir und Intuitionselixier kann auch zu dir. Und ja, Bolzen haben wir genug. Es ist gerade Pfeile, was Mangelware ist. Und wie gesagt, dafür bräuchten wir Federn. Noch so einer. Erst diese Gestalten, die uns aus der Ruine vertreiben. Dann tauchen fast gleichzeitig dieser Totschläger Ronkwa und die herumschnüffelnden Sonnenanbeter auf. Glauben denn alle, sie können einfach mal eben in mein Revier hereinspazieren und machen, was sie wollen? Und jetzt auch noch du? Was willst du denn vom alten Humbert? Von wem redest du alles? Muss man dich kennen? Ich habe nur ein paar Fragen. Von wem redest du alles? Der ganze Wald ist in letzter Zeit voll mit diesen Wahnsinnigen und Mördern. Zuerst diese Kultisten, die uns aus der Ruine verjagt haben. Dann das Präodengesinde und zu guter Letzt auch noch dieser Mörder Ronkwa mit seinen Halsabschneidern. Wie soll ein ehrlicher Räuber wie ich dann noch seinem Tageswerk nachgehen, frage ich dich. Aber wenn ich dich so ansehe, kommt mir doch eine glatte Idee. Willst du nicht ein paar Dukaten verdienen? Moment, erklär mir das mal genau und lass nichts aus. Dass ich ein Räuber bin, wird dir wahrscheinlich nicht entgangen sein, aber meine Leute und ich, wir machen gar nicht so richtig in Überfälle und so, sondern haben uns auf Wegzoll von Reisenden spezialisiert. Gibt ja schließlich ganz andere Verfahren hier, von denen man beschützt werden muss. War ganz einträglich und der Baron brauchte auch keine Landsknechte, um seine Baronie zu schützen. Da hat er mehr Geld, um es in Ferdok zu versorgen. Aber jetzt, wo diese Kultisten aus der Ruine vertrieben haben, kommt auch noch dieser Mordbube Ronkwa. Der ist ein ganz anderes Kaliber. Der will nicht nur so ein bisschen Wegzoll. Ist gewalttätig, schlägt gerne Leute tot, ist also schlecht fürs Geschäft. Deshalb will ich, dass du zu seinem Lager gehst und weiter westlich von hier an der Furt über den Fluss und ihn in die Niederhöllen schickst, aus dem er gekrochen ist. Na, wie sieht's aus? Held oder Häschen? Gut, ich werde den Kerl für dich erledigen. Mach das und komm wieder, wenn er tot ist. Dann gibt es deine Belohnung. Mach ich aber. Ich habe noch ein paar Fragen. Wenn sonst nichts ist, rede. Du kennst die Burg hier hin und auswendig. Erzähl mir ein paar Sachen über die Ruinen. Na, so viel gibt's da gar nicht. Stand viel zu lange leer herum. Oberirdisch ist das Ding nur noch eine Sammlung von einsamen Steinen, ein hohler Zahn. Aber unterirdisch, da geht es mehrere Ebenen runter. Wir haben aber nur auf den beiden obersten gewohnt. Will noch mehr wissen. Was waren das für Gesteine, die dich und deine Bande da vertrieben haben? Habt ihr euch denn gar nicht gewehrt? Pa, wenn du wüsstest, ein Haufen Irrer in dunklen Kapuzen kam nachts ohne Vorwarnung. Die Jolina, die war wohl nicht total besoffen und hat gerade noch Alarm gegeben, bevor sie abgemurkst haben. Dachten erst, das wären andere Räuber oder Landsknechte von Baron, aber das waren Dämonenknechte, die uns abschlachten wollten. Dem Walpo haben sie gar den Kopf vom Körper, also da haben wir Nächtlings Fersengeld gegeben, konnten kaum was mitnehmen. Und kaum waren wir im Wald und schworen Rache, da leuchtete dieser magische Brimborim die Ruine und wir müssen sehen, wo wir bleiben. Mhm. Hast du eine Ahnung, wie man noch in die Burg kommen kann? Nee, das haben wir ja auch versucht. Egal welcher Weg, alle enden an dieser Leuchtglocke um die Ruine herum. Und unter uns, was sie mit Walpo und Jolina gemacht haben, das will ich meinen Leuten und mir eigentlich gar nicht antun. Das sind wahnsinnige Verrückte da drin. Okay. Also ja, Eindringlinge. Seit geraumer Zeit ist der Dunkelforst wegen seiner Räuber gefürchtet. Jetzt jedoch droht wirklich Gefahr, denn die Räuberbande, die hier seit kurzem ihr Unwesen treibt, sieht nicht nur nach Beute, sondern auch nach dem Leben derer, die den Forst durchqueren müssen. Räuberhauptmann Hunkwe bat mich, den Mörder und Banditen Rockwe in seinem Versteck aufzuspüren und zu töten, damit die Menschen im Dunkelforst endlich wieder unbekümmert ihrer Arbeit nachkommen können. Wir sollten sie alle im Fluss versenken.
Ja, Frau Grimm, das sollten wir.